Lilo, kurze Information, die Dinge, die da kommen. Quantal, Quetzal, ne? Videos davon habe ich schon reichlich gemacht, von der Alpha- und Beta-Version. Eine Playlist davon findet ihr bei mir auf dem Kanal. Ubuntu 12.10 kommt am 18. Oktober 2012 offiziell raus. Wann im Laufe des Tages weiß ich nicht. Ihr könnt es aber jetzt schon machen, ne? Update Manager. Sudo Update Manager minus D, dann aktualisiert ihr eure gegebenenfalls bereits vorhandene Distribution, jetzt meinetwegen von 12.04 auf 12.10, wenn ihr es denn haben wollt. Ne? Also ich empfehle immer ein bisschen erst noch zu warten. Ne? Also wie gesagt, nicht, dass ihr dann enttäuscht seid. Und dass da auch einige Dinge drin sind, die nicht jeder haben will. Ja, diese Amazon-Geschichte. Dann könnt ihr das gegebenenfalls auch mit Hilfe meiner Videos, die ich schon im Vorfeld gemacht habe. Das ist natürlich im Vorfeld, immer ganz pfiffig im Vorfeld. Auch wieder deaktivieren, dann seht ihr, wie das geht. Na, also gut. Kommt morgen raus, könnt ihr euch ziehen. Und ich habe jetzt mittlerweile einen weiteren Laptop und also gebraucht, ne? Manchmal kriege ich ja so Dinger zugeworfen, kannst haben, ist zu langsam geworden, weil da das Betriebssystem drauf ist, das ich jetzt nicht mehr erwähnen muss. Und dann mache ich dann das hier drauf. Ne? Da warte ich halt bis morgen, übermorgen. Was gibt's dann noch Neues? Ich habe mir das hier bestellt, das Ding, ne? Das ist ein PC. Das ist ein PC. Also meiner ist schon unterwegs. Ne? Liefer ab 9. Meiner ist schon zu mir unterwegs. Also dann seht ihr schon mal, was ihr davon habt. So ein Mini-PC. Der hat folgende Abmessungen. Technische Daten. Der ist 9,4 cm breit. 4,1 cm. Beziehungsweise das war die Länge. Das ist die Breite. Und das ist die Höhe. Ne? Also das Ding klein. Sehr klein. Sehr schön. Und eine Festplatte mit 4 GB brauchen wir auch nicht viel mehr. Das Ding macht mit Android rum. Und macht dann alles übers Internet. Ne? Android 4.0 drauf habe ich noch nicht probiert. Muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich auch irgendwie Ubuntu drauf. Da kriegen wir schon kaputt, das Ding. Gut, ist zu mir unterwegs. Ich weiß noch nicht genau wann. Also Versand ist es schon. Ist dann bald bei mir da. Und könnt ihr euch mal angucken. Ne? Könnt ihr mal angucken. Bis maximal 32 GB erweiterbar. Da hat so Erweiterungs Port, ne? Da kann man da was reinstecken und ich mache das vielleicht über USB. Und ihr habt ja gesehen, mein Video über USB-Platten, dass die FAT32 vielleicht mal brauchen. Ne? Und hier, meine Videos haben immer einen Grund. Ja, da war das Ding schon längst bestellt. Ich denke, da mache ich doch lieber das Video. Erstmal, wie das mit den FAT32 ist, bevor ich das Ding bestelle. Ja, gut. Wie gesagt, die Dinge, die da kommen. Quantaquetzal ist kurz davor offiziell raus, aber das kommt jetzt nicht, ich weiß nicht, vielleicht kommt es um Mitternacht raus oder vielleicht im Laufe des Tages oder vielleicht am Ende des Tages. Weiß man nie so genau. Ne? Heute ist Mittwoch, 17. eigentlich morgen, und wenn es dann halt übermorgen wirklich da ist, ist auch nicht schlimm. Also am ersten Tag, da brechen sowieso wahrscheinlich die Server zusammen. Gegebenenfalls von deutschen Server mal umschalten auf einen anderen, der schneller ist, habe ich auch schon mal gezeigt, wie das geht. Gut, die Dinge, die kommen. Ubuntu, finde ich gut. Quantal, Quetzal, alter Schwätzer, nein, so ähnlich. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Stay tuned, es kommt da noch so einiges. Und tschüss.